Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Artis TV. Wir folgen heute einer Einladung von Barbara Engel, ehemalig Herzsprung. Und Barbara Engel hat die Boutique eröffnet, Frau Engel. Und wir sind natürlich ganz gespannt und interessiert. Heute ist die Eröffnung hier in der Davidstraße, diesen Laden mal kennenzulernen und dann mal zu hören, wie Frau Engel sich über ihren Laden äußert, über die ganze, ich sag mal, Unternehmensphilosophie, was sie denn hier so plant. Und dann gehen wir einfach mal rein, ja? Kommen Sie bitte. Guten Tag, ich grüße Sie. Herzlich willkommen. Hallo, servus. Ja, jetzt sind wir gerade im Laden drin und wir sehen auch schon von Weitem Frau Engel. Und hier gibt es natürlich auch noch eine andere Betreiberin, die ich gehört habe. Aber auch diese Dame ist gerade ganz hinten und wir sehen auch hier nette Menschen aus den Medien, alles vertreten. Gehen einfach mal weiter. Wir sind quasi gar nicht da. Ich grüße Sie, Karin. Hallo. Sie erinnern sich noch an mich? Ja. Darf ich mich mal ganz kurz zu Ihnen gesellen? Nein, jetzt wieder so. Wieder so überfallartig. Das geht ja gar nicht. Wir haben uns bei Sibylla Pavenstedt kennengelernt. Ja. Und da haben Sie ganz toll erzählt mit Frau Barbara Engel, dass Sie diese Boutique eröffnen zusammen. Sie stellen die Boutique, die Location. Die vier Wände. Ja. Die vier Wände heute. Und ich würde Sie gerne mal fragen, was ist heute, sag ich mal, so der Anlass? Ist es jetzt die Eröffnung und sind Sie sozusagen nur als Freundin heute da, als gute Freundin oder unterstützen Sie Frau Engel auch? In erster Linie bin ich als gute Freundin da. Und unterstützen tun wir uns gegenseitig. Ja. Also wir inspirieren uns. Ja. Sie hat tolle Ideen. Ja. Ich habe glücklicherweise die Möglichkeit gehabt, diesen Rahmen zu schaffen, wo sie sich austoben kann. Und ich denke mal, dass wir das... Ich wünsche ihr ganz, 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 ganz viel Glück, dass ganz viele Leute kommen. Und die, hier, ich trage heute ein Kleid von ihr. Ja, das hat sie mir geschenkt. Ja, ist das eigenes Design? Ist das Haute Couture oder was hat man sich darunter vorzustellen? Das ist ein Design, das ist in Los Angeles kreiert. Ja. Und sie hat es gefunden, sag ich jetzt mal so, entdeckt. Ja. Also es ist nicht ihr Design, aber sie steht dafür, weil sie immer propagiert und sagt, die Frauen sollen sich nicht verkleiden, sondern sie sollen sich bekleiden. Und im Grunde eben dann hier, ihr goldener Punkt, das hat ihr Freund, der Bernd, kreiert. Ach, schön. Wenn eine Frau schön gekleidet ist, hat sie eine bestimmte Aura. Ja. Und das wollen wir versuchen zu transportieren. Also auch mit Accessoires sozusagen auch, ja? Und das ist jetzt ein kleines Vehikel, sage ich jetzt mal. Da steht ihr Emblem dran. Dieser Laden heißt ja Frau Engel. Ja, Hier, da, zeige ich jetzt mal. Und ich wünsche ihr als ganz liebe Freundin wirklich so viel Glück. Sie ist mit einer ganz zauberhaften Freundin, Sarah. Ja. Sie macht das mit ihr gemeinsam. Ja, und dann möchte ich Sie natürlich auch gleich mal kennenlernen. Dann gehe ich doch gleich mal über. Sie heißen Sarah, ist richtig, ja? Sarah Stark, genau. Und Sie betreiben das mit Frau Engel zusammen, ist richtig, ja? Ja, genau. Das heißt, Sie sind im Tagesgeschäft Vollzeit hier oder werden Sie mit Frau Engel hier zusammen? Ich glaube nicht, die werden nicht beide Vollzeit hier stehen, oder? Im Moment sieht es doch so aus, dass wir beide hier Vollzeit sein werden und bis wir Leute kennenlernen in Hamburg, die auch hier arbeiten sollten oder so. Aber offiziell ist die Eröffnung eigentlich noch 1. Oktober. Bis dahin können wir noch keine Arbeitsverträge abschließen. Ja. Aber Wie haben Sie denn mit Frau Engel zusammengefunden? Wie haben Sie denn diese Idee entwickelt, zusammen eine Boutique aufzumachen? Ich habe schon eine Boutique in Berlin. Ach so. Und da kam sie einkaufen. Da hat sie sich total verknallt in diese Kleider. Ja. Und es steht ja auch alles so gut. Und dann haben wir uns irgendwie ein Gespräch verwickelt. Die blieb den ganzen Tag da. Und so haben wir uns kennengelernt. Das ist... die ist so eine zauberhafte Person und dann haben wir uns so gleich gefunden irgendwie. Das war vor ein halbes Jahr ungefähr und jetzt kam das nämlich auch durch die Frau Becker, dass es doch auch diese Immobilie zu haben ist und so kam das jetzt. Das ist, eigentlich wohne ich in Berlin. Ist es so, dass Sie jetzt Ihre Modelinie sozusagen hier übernehmen und das hier weiterentwickeln, auf das Hamburger Zielpublikum, sag ich mal, übertragen oder wird Frau Engel jetzt ihre eigenen Kreationen mit einbringen? Also bleibt das von der Linie? Berlin-Hamburg, ja? Das werden wir erstmal abwarten. Ich weiß nicht. Also das, was wir schon in Berlin betreiben, läuft schon ganz gut. Diese Retro-Mode, die einfach alle Frauen steht, ist super. Da muss man auch gar nicht so viel. Würden Sie da gerne mal so ein Kleid zeigen, dass wir mal so ein Beispiel kriegen? Also ich habe Ihr eigenes Kleid, natürlich. Was für ein Zufall. Das hat die Frau Becker schon an. Ja, das habe ich heute schon gesehen. Geschenkt. Die sind alle toll. Also die sind hier, Retro heißt, man hat sich das vorzustellen. Das ist auch Retro für Sie, oder? Die sind wirklich alle 40er, 50er Jahre Style. Inspiriert. Die sind ein bisschen knielang, ein bisschen höher geschnitten, sodass man den Körper betont, sodass man toll aussieht. Und mit Kurven, also wenn man dann eine Größe 42 trägt,
sieht das trotzdem ganz toll aus. Da braucht man nur so ein bisschen hohe Schuhe und so. Und da, es ist nichts für Hungerhaken. Das passt ja wirklich jeder Frau. Das ist doch gut, stehen wir doch alle zur Weiblichkeit. Nicht? Ältere, weiblichere Frauen, das ist so für, wirklich für allen was. Und Retro. So, ja, wirklich. Also ich finde die Damen von der Reeperbahn herzlich eingeladen. Alle meine Nachbarn hier und echt Anwältinnen, Ärztinnen, ja. Was weiß ich. Ja, ich habe schon Richterinnen, Stammkundinnen in Berlin, die sind... wirklich von alle Schnitte vom Leben. Das ich glaube, Sie machen das auch über Ihre Persönlichkeit. Man möchte ja auch gut betreut werden. Man möchte wissen, was zu einem passt. Und das möchte man auch reflektiert bekommen. Ja. Wahrscheinlich von Ihnen dann als, sage ich mal, gute Beraterin, die sich in diese Damenwelt auch hineinversetzen kann. Es ist aber abseits von alle Trends, ja? Das ist immer ein Vorteil haben. Es steht alle, außer, also ein bisschen, die jüngeren Mädchen, die haben hier nichts zu suchen. Das ist dann echt pervers. So kann so keiner 14-jährige Frau in diese Mädchen, da haben wir schon ein paar nach Hause geschickt wieder. Aber ab 18, sage ich mal, okay. Dann ist da alles erlaubt. So, man schmunzelt hier wird sich wirklich feinst amüsiert. Ja. Gehen wir mal weiter und versuchen da mal Frau Engel jetzt auch zu erreichen. Wo ist sie denn, die Frau Engel? Nun gehen wir mal weiter hier in den Raumbereich. Hier ist ja auch noch so viel. Können Sie mir noch ganz kurz erzählen, was es denn hier mit auf sich hat, mit diesen ganzen kleinen Artikeln hier? Also, naja, neben die Sektgläser, die man natürlich wegstellen müsste. Das ist dann, da haben wir eine ganz tolle Marke von Kosmetik gefunden. Ja. Als Partner sozusagen, ja? Wir betreiben ihre Kosmetik, das sind auch auf Retro gemacht. Das sind die Hollywood-Looks aus den 40er, 50er Jahren. Wie heißt denn die Marke? Knallroter Lippen. Besame. Ja. Besame Mucho. Ja, genau. Und die haben, es ist nur Lippenstift und Puder. Aber die sind super schön. Wirklich tolle Qualität. Das heißt, wenn man ein Kleid, ein Einzelstück erwirbt, bekommt man gleich was dazu geschenkt. On top. Die sind eigentlich zu verkaufen. Nein, ich verschenke ihn nicht. Aber nein, die sind einfach super schöne rote Töne für die Lippen. So. Und das wird abgestimmt auf die Mode. Und da haben Sie dann die entsprechenden Farben wahrscheinlich auch. Und, ja, roter Lippenstift, da kann man nicht genug haben. Ja. Die sind da auch verschiedene Töne. Und die halten den ganzen Tag. Ich kann ihn nur empfehlen. Gestern habe ich einen Kussfleck hier nicht abwischen können. Bis ich nach Hause komme. Hast du auch irgendwas wie Kissen ne? oder sowas, nicht? Küsst mich sehr, hast du das nicht? Musst du mir sagen. Ich bin kein Spanier, aber einiges kommt mir hier noch spanisch vor. Auf jeden Fall, ich werde mich ja weiter schlau machen. Sehr schön. Dennoch ganz schön, auch dieses Kleid hier mal anzusehen, auch im Retro-Look. Wunderschön, ja? Das ist ein israelischer Designer, der heißt Ran Zuriel. Der hat schon Preise gewonnen in Leipzig auf diesem Messe-Dings. Und das irgendwie fehlt mir gerade die Busen von der Puppe. Da, wenn ich mein Geschäft in Berlin zumache, in 2 Wochen kriege ich meine Puppen wieder. Aber das ist So ein bodenlang, elegant. Ich weiß, was Sie meinen. Sie brauchen da einfach so eine Modefigur, die Sie dann, wo Sie das Kleid dann eben halt drüber stülpen oder so. In allen Farben und alles, das ist eher was für den roten Tempel. Ja. Nun wollen wir diesen jungen Mann auch mal kennenlernen. Ganz toll hier, mal ganz kurz hier anzusehen, modisch und mit Champagnerflasche. Sie sind Herr? Reimers. Ja. Reimers, ich habe gerade gehört, hier gibt es familiäre Verbindungen. Zu Karen Becker gibt es familiäre Verbindungen. Ah ja, sind Sie Timmy? Nein. Aber auch nicht der Sohn von Frau Becker? Nein. Auch nicht? Die finden Sie draußen. Ah ja, okay, aber mit Frau Becker haben wir uns schon unterhalten, ist ja ganz toll. Was machen Sie heute und was werden Sie in Zukunft hier machen? Heute mache ich die Getränke und in Zukunft werde ich im Albers arbeiten. Ach so, also mit dem Laden selber haben Sie dann gar nichts mehr zu tun? Nee, gar nichts mehr, aber heute mit dem Sohn halt von Karen Becker. Ein bisschen repräsentieren. Und der Sohn heißt ja, glaube ich, Tim oder so, ne? Das ist einmal der Maximilian, dann der... weiß ich auch gar nicht mehr. Ja, schön. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen heute einen schönen Abend noch und dass wir hier viel Spaß haben. Wenn Sie mal anzahlen, das ist ja das Ding. Wir wollen das Leute nicht anzahlen.
Frau Engel, wir sind jetzt gerade in Ihrem Laden eingetroffen. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Heute ist die Eröffnung. Ich grüße Sie erstmal recht herzlich. Ja, heute ist zwar nicht die Eröffnung, heute ist mein Geburtstag. Ihr Geburtstag, Mensch. Ja, und ihr seid zu meinem Geburtstag eingeladen, weil heute war ein ganz großer anderer Event noch. Ah ja, schön. Nämlich heute war Premiere meiner Tochter. Ja, erzählen Sie doch ruhig mal über Ihre Tochter kurz vorweg. Meine Tochter ist mein allergrößtes, meine beiden Töchter, ja. Sarah und Hanna, sie sind mein Leben. Ja. Und ja, ich finde, wenn das muss man ja nicht doppelt gemoppelt hier irgendwo machen. Und was war denn das für eine Premiere mit Ihren Töchtern? Meine Töchter hatte heute den Film im Cinemax. Ah, im Cinemax. Wie heißt der Film? Apfelkern und, oh, jetzt eben die Mutter, ne? Apfelkern und dann habe ich vergessen. Dann hätte man sich ja heute eigentlich zusammentreffen können, erstmal zur Kinopremiere und dann hierher, oder nee, wir machen das grundsätzlich nicht. Wir halt, das ist absolut total. Geschäft wird von Privaten getrennt. Ja, weil das ist ja Ihr Beruf und ich habe meine Berufung und das sind zwei Schuhe. Ja? Das ist also, dann ganz haben Sie eigen. Eine Frage schon beantwortet, das, was Sie hier machen, das ist Berufung, ja? Ja, also aber absolut. Sie leben das voll aus. Aber ja? Wie? Und ich habe vorhin mit Ihrer Partnerin gesprochen, der Sarah. Ja. War das Frau Sarah oder die Sarah mit Vornamen? Sarah. Sarah, okay. Sarah. Aus Berlin. Sarah kommt eigentlich aus Washington D.C., also aus, aus USA und lebt seit ein paar Jährchen in Berlin. Und ja. Dann haben Sie mehr offenbart, als ich eigentlich von der Dame erfahren habe. Ja, ja, über die Herkunft haben wir nicht gesprochen. Und sie meinte, Sie hätten sich in Berlin beide zusammen kennengelernt. Ja, weil wir haben beide Armen. Sie ist die Ex-Frau von meinem Mann, den ich ja heiraten werde, meinen Schwulen. Ich heirate jetzt die Schwulen, ne? Armin Lang. Und sie war schon bereits 12 Jahre mit ihm verheiratet. Bleibt ja alles in der Familie. Alles in der Familie. Und ich bin dann die neue Frau. Und er hat sich nur eins gewünscht, dass wir beide uns gut verstehen. Ja. Und wir verstehen uns blendend. Das ist eben das Tolle, wenn man Schwule heiratet. Ich habe auch ein bisschen nachgelesen, es ist ein bisschen schon eine platonische Beziehung. Sie leben getrennt und sie leben halt... Ja, was sagen Sie denn? Was ist denn für Sie platonisch? Oh, das ist jetzt, das geht ja ganz in die Philosophie jetzt rein. Ja, aber wäre doch lustig, ja. Aber ist doch viel lockerer so, oder? Ja, gerne. Also meine ich platonische doch. Beziehung, ich denke einfach, also was man... Also meinen ohne Sex, oder wie? Naja, genau. Sie sprechen die Dinge klar im Klartext aus. Meine ich doch. Also was? Das ist doch das meiste, was Beziehungen auseinanderbringt. Das ist doch Sex. Also macht man eine aber Beziehung Sie leben auch nicht Sex. Zusammen. Das habe ich auch gelesen. Das ist nicht zusammenleben. Nö, wir leben nicht zusammen. Das wäre grauenhaft. Aber Sie heiraten. Wir lieben unsere gemeinsame Freiheit. Kommen wir jetzt mal auf das Kreative. Was wird es denn hier geben? Also, wenn man mal so blöde Fragen darf, welche Zielgruppen sprechen Sie hier an? Oder gibt es gar keine Zielgruppen, sondern nur Frauen und Menschen allgemein, die hier eine bestimmte Moderichtung oder ihre persönliche Beratung wollen? Ja, also, wo wollen wir da jetzt anfangen? Also, ich finde es ganz schlimm, weil ich finde einfach, dass es in Deutschland ist eigentlich, sind eigentlich, ist für mich, laufen die schlecht angezogensten Menschen herum, weil alle... Es ist zu laut hier. Alle definieren sich nur über Marken und meinen nur, weil sie Gucci anhaben, sind sie wer, haben sie was und so weiter. Und Sie wollen Fucci mit Gucci machen? Ich habe vor 30 Jahren schon mal hier ein Geschäft gehabt in Hamburg. Da war ich 25 oder irgendwas. Bin heute 61 geworden. Und da war ich auch schon so. Da habe ich als erste damals die Jeans mit einem Kaschmir-Sakko, mit dem Millionärskaschmir von Skitong dekoriert. Mhm. Oder ich habe zum Beispiel das Line hier in Hamburg, was ja eigentlich gar nicht ging, zerknittert, muss immer alles schön gebügelt werden, dass das eben dieses coole, lässige Italienische so, ey, ging alles, habe ich auch geschafft. Ja, ja, da habe ich ja damals einen Herzsprung kennengelernt, habe einen riesen Herzsprung bekommen. Und dann habe ich aber einen richtigen Herzsprung bekommen. Bingo, Krach, Putsch. Naja. Aber daraus ist keine Modemarke entstanden. Ja, aber jetzt bin ich wieder Engel geworden. Und jetzt fange ich wieder da an mit 61, wo ich mal aufgehört habe. Engel ist ja auch wunderschön. Und ich weiß, was ich damals in Hamburg revolutioniert habe. Was haben Sie revolutioniert? Ja, ich habe die. Für mich ist ganz wichtig, dass der Mensch sich nicht über Marken definiert, sondern über sich selbst, seine Personality. Und es kommt nicht darauf an, welches Kleid du trägst, von welcher Marke, sondern dass du dich selber trägst, dass du wieder selber bist. Also Sie führen doch aber auch hier Marken ein, oder nicht? Wir führen eine Marke an, das ist Stop Staring und For Flares und demnächst auch meine eigene, unter Frau Engel aber. Mhm. Aber wo die Dame wieder bekleidet ist, und zwar wieder Lady, elegant, sexy, damit das deutsche Vibe mal endlich lernt, dass es wieder Kleider gibt. Geile Ärsche, dass du einfach, ja, geile, du weißt, was ich meine, dass man einfach wieder lernt, Körper, ich definiere mich nicht über, nochmal betont, über Marken, sondern über mich selbst. Und das kannst du mit diesen Sachen hier so genial und so sensationell. Und auch gerade der Standort dafür ist überhaupt das Absolute, weil ich hätte keine Lust, jetzt irgendwie am... Und Sie nehmen sich auch die Zeit, neben vielen bestimmt auch Medienanfragen, hier zu sein und die Damen zu beraten? Ja, auf jeden Fall, weil das ist für mich viel wichtiger. Ja, oder Termin
alles. Alles, ich bin immer da. Sie sind immer weil da. Wir sind alleine, weil ich weiß ja, was in Berlin abgeht bei uns im Geschäft. Da bist du abends, da kann ich nicht immer abends auch noch. Das bist du, weil ich nämlich für jeden Kunden nehmen wir uns Zeit. Armin ist so ein, der beste Stylist aller Zeiten, dass jede Frau glücklich aus dem Laden geht und meint, ey Bingo. Ja, erzählen Sie doch kurz über Ihren zukünftigen Mann. Der ist Stylist, ja? Der ist Stylist, der, der ist mein Geschäftspartner, der ist... von dem habe ich solche Achtung und solchen Respekt, was der kann es einfach. Ja. Der sieht es als Einheit, der sieht die Frau als Ganze und er weiß, was ihr gut tut, dass sie wieder ihr Körperbewusstsein bekommt. Also sie kriegen viel mehr hier mit, also eine ganzheitliche Beratung, nicht nur Mode, sondern da werden stylistische Tipps gegeben. Dass du mal wieder sagst, hey, ich bin wear. Nicht immer nur Jeans und heiß. In Hamburg laufen sie doch alle gleich rum. Da haben sie alle Jeans an, da haben sie Stöckelschuhe an, eine Seidenbluse und dann meistens auch ein paar Schminer. Ich meine, wo sind die stehen geblieben? Ich meine, das geht gar nicht. Das ist langweilig. Das ist sowas von langweilig. Und alle laufen immer gleich rum. Ich mag das nicht. Wenn Sie von Personality sprechen, mich würde es mal interessieren, man weiß ja auch viel über Sie aus der Vergangenheit, wollen wir auch gar nicht drauf eingehen. Auch viele triviale Themen, also wie so Dschungelcamp oder sowas. Aber was nehmen Sie denn heute daraus mit? Also was ziehen Sie daraus heute als Persönlichkeit? Wer ist die Barbara Engel heute? Also Dschungelcamp, das war das Geilste überhaupt. Ja? Da lasse ich keine 10 Minuten. Also das war so wunderschön. Und Wild Girls war wieder das Hammer. Nur was die Medien daraus machen, das ist ja wieder deren Sache. Also Ihr persönliches Erlebnis deckt sich das nicht deckt mit sich der Wiedergabe? Null. Da lache ich nur noch drüber. Also Sie waren kein Experimentier, sag ich mal. Element sozusagen, also in so einer Experimentierküche. Also ich habe das bestimmt nicht gemacht, um danach Bauer sucht Frau zu moderieren oder irgend sowas, oder um Purzelbäume. Was war denn da so besonders? Was ist denn das, was man das von Erlebnis. Erlebt? Das Erlebnis. Das ist einfach wie, aber zum Beispiel im Camp, im Dschungelcamp, haben wir so zusammengehalten. Was die danach, ich habe ja auch die Bänder immer mit zusammenhalten, habe ich ja alles. Ich meine, selbst Dirk Bach hatte das zum Schluss über seinen Hut. Ich meine, das haben die alle ja gar nicht so richtig mitgebracht. Habe ihn denn gern, ich war ja sein Zauberpony. Wir haben so einen Spaß gehabt. Nur, wie schon gesagt, die Medien machen das, wollen ja die Nachfrage bedienen. Na klar. Und ich meine, wenn die Leute immer nur so einen Blödsinn sehen, weil immer nur die Skandale rausgezogen, ist ja langweilig. Es gibt so andere Skandale, die viel lustiger sind. Das war ein kleiner Ausflug für Sie und eine unvergessliche Reise. Herrlich, schön, würde ich nie vergessen. Klasse. Traum. Aber die Barbara von heute, wie definiert ihr sich, wie stehen Sie im Leben, dass man weiß, für was stehen Sie heute? Für was also auch Ihre ich Kunden, ich dass bin, Sie wissen, was Sie erwartet? Ja. Ich liebe die Wahrheit. Sie lieben die Wahrheit. Ich bin immer total, ich konfrontiere die Menschen auch mit Wahrheit. Ja. Und die Wahrheit, die verstehen ja die wenigsten Menschen, weil sie sich alle was vormachen. Und gerade auch das in der Mode, die Wahrheit zu sagen. Und wir haben hier Kleider bis große 50. Das hat ja auch viel mit Philosophie wieder zu tun, mit Platon, Suche nach Wahrheit, wäre sehr philosophisch. Ich brauche nicht die Wahrheit suchen, sondern ich liebe die Wahrheit. Mhm. Und vieles existenziell in Frage zu stellen, Nein, weil du damit kannst du die Menschen am besten konfrontieren. Gut. Schau dir jetzt die Wahlen an. Ja. Die machen uns doch alle was vor und keiner sagt die Wahrheit. Gut, man geht auf Stimmungsfang. Man kennt die Wahrheit gar nicht mehr. Man kennt die Themen, die eben Quote machen. Ja, und du kannst mit Mode, musst du auch mal bei der Wahrheit bleiben. Weil das andere ist doch alles, bitte, Marketing, Konzepte, Businesspläne rauf und runter. Gehen wir mal kurz auf die Accessoires auch ein. Sie haben ja eine Menge hier auch hier im Schmuckbereich. Ja, da ist es die halt Marke Bloomstones. Ja. Und vielleicht suchen wir auch Ihren Partner dazu. Wie heißt denn der gute Mann, der kurz mal dazukommen kann? Ja, das ist überhaupt da. Wie heißt der junge Mann in der Mitte? Der heißt Bernd Aldenhoff. Wieder ein Bernd, gut. Was heißt wieder ein Bernd? Das ist Bernd Aldenhoff. Ja, ich grüße Sie recht herzlich, dass Sie sich kurz mal vorstellen und sagen, was Sie denn mit Frau Engel zusammen jetzt hier konzeptionell machen. Also Frau Engel hat ja ihre Mode schon präsentiert und Sie jetzt bringen nochmal das Tüpfelchen auf dem I. Genau, wir oder ich mache eine neue Kollektion, die heißt Bloomstones und das sind einfache, ganz einfache, schlichte Anhänger, die trotzdem eine unglaubliche Aussage haben und auch ein Gefühl vermitteln. Und wir haben uns kennengelernt und in der Zeit ist viel passiert. Und, gesucht das ist und gefunden, ja? Gesucht und gefunden sozusagen. Und ich freue mich sehr, dass ich die Sachen hier haben kann. Also Frau Engel steht für Wahrheit. Das allerdings, ja. Auch mit unterschreiben bei Ihren Kollektionen? Ist da eine Wahrheit? Ja, absolut. Das ist so klar, so einfach, dass es einfach wahr ist. Dürfen wir mal ganz kurz auf... Ja, das ist ja das, was... Oder was wollten Sie mich was fragen? Ja, ich wollte jetzt eigentlich mal auf die Stücke eingehen. Und jetzt hat, kommen, was er jetzt gerade gesagt hat, das deckt sich ja genau mit meiner Aussage. Ja.
machen kannst du ganz, genauso wie mit Schmuck. Ja. Die meisten Frauen, wenn das wie mit Kleidern und so weiter, wow, die zeigen und machen, wow, sind wir nicht reich oder ich trage hier Bulgari oder wow, und Bingo, ich habe gerade einen reichen Kerl gehabt und der hat mich hier wieder geschmückt mit, ich weiß nicht was. Aber was hast du denn davon? Ja. Wer reduziert das Ganze? Wer weiß denn heute noch, gerade im Schmuckbereich, dass du reduziert bist, was Steine eigentlich bedeuten? Dann gehen wir mal auf die Steine ein. Würden Sie mal gerne beschreiben, was der eine oder andere Stein für eine symbolische Bedeutung hat, was Sie gerne mal zeigen wollen? Kann man das sogar vielleicht aus der Vitrine rausnehmen, ja? Das, was er macht, das ist so reduziert und so wunderschön, das ist so wertvoll. Ja, bitte? Kleines. Das sind einfach zwei Steine, das ist ein Karneol und ein Rauchquarz. Die hängen so nebeneinander dann einfach hier, Kiefer. Schlicht, aber Frau Engel hat schon was in der Richtung. Und habe ich als um. Also, das Ganze ist ein System, dass man also auch die Steine ganz anders verwenden kann. Die werden einfach eingeklickt und ausgeklickt. Achso, Sie können die kombinieren? Man kann das kombinieren, wie man möchte. Also Farben ändern. Und wahlweise in der Menge auch so viel. So viel, wie man lustig ist. Ja. Und, ich habe die hier mit Dreien und mit Zweien, mit Einen. Mit Lederbändchen auch? Das sind so Baumwollbänder, die sehr stabil sind. Da muss man also sich keine Sorgen machen. Stellen Sie das selber her? Oder ich stelle das selber her. Das heißt, ist das irgendwie handgeschliffen? Oder? Ich bin Goldschmiedemeister. Ich habe die Steine geschliffen, ich habe die Sachen gemacht. Mit was für Materialien arbeiten Sie denn noch? Ich arbeite eigentlich, ich arbeite in Silber, in Gold. Beschreiben Sie ruhig, ja. Gib mir eine weibliche Note, ja. Obwohl es ist ja relativ, genau, neutral, ja. So einfach so hinhalten darf man das zum Beispiel. Man muss das richtig, das ist zum Beispiel Schmuck, den man liebt, den man wertschätzt. Und jetzt gibt es noch den passenden Turnschuh dazu, der wahrscheinlich nur Deko ist, nicht? Das ist überhaupt das, ja, weil, ich meine, es gibt ja alles. Menschen haben alles. Jetzt kommen wir mal wieder auf die Idee, irgendwas Besonderes zu machen. Und Turnschuhe tragen wir mittlerweile alle. Und was wollen wir überhaupt alle? Wir wollen ja auch auf dem richtigen Weg gehen. Walk on the right way. Das ist die absolute, das gibt's doch nicht. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Ja, wenn der Kameramann noch mal näher kommen kann, ja? Jetzt haben wir sogar Kinderschuhe, ja? Weil am Anfang, Babys, gibt's ja auch tausend. Das wissen wir ja alle. Glücksbringer vielleicht. Tiffany hatte alle diese Babygeschenke und so. Aber das hat eben noch keiner, dass man dann jemandem schenkt, wenn ein kleiner Sohn oder die Tochter, blau oder rosa, und sagt, hier für euer Kind, damit es immer auf dem richtigen Weg ist. Man kann es hinterher auch weiterverwenden. Sind es auch Glücksbringer oder sind es Wegweiser? Steine, die sind immer Glücksbringer. Edelsteine sind immer Glücksbringer. Du kannst am Anfang am Schuh dekorieren, jetzt als nur, dass es sieht ja süß aus. Und dann später, wie wir Halden auch richtig sagt, dann kann man das dann ja auch weiter experimentieren. Dann kannst du das als kleine Kette machen, du kannst als Ohrringe, weil er hat ja so ein System dabei, das bedeutet, man kann diese Steine, ich muss ja immer noch, erzähl das mal mit dem, wie man das da so. Als Manschettenknopf sogar, wenn der Kameramann auch da unten nochmal, ja. Aber nun wollen wir auch mal diesen pompösen Stein hier etwas, das ist ja gar nicht mehr dezent, das ist ja schon eine richtige Aussage, das tragen wahrscheinlich nur die Oberhäupter von den Staaten. Schön, ja. Der ist so, ich meine, diese Arbeit. Was für ein Material ist denn das? Das sind Saphire, alles. Sehr schön, ja. Sehr schön, ja. Und das haben Sie selbst kreiert, ja? Das ist selber von Ihnen entworfen, so, ja? Die ganzen Steinchen einzeln, was sind das für Steinchen da drüber? Auch Saphire? Auch weiße Saphire, weiße Saphire und blaue Saphire. Herrlich. Wunderschön. Können wir das nochmal bitte an Ihrem Dekolleté sehen, Frau Engel? Diesen schönen Stein. Einfach mal den Blue Diamond, sagen wir mal aus Spaß nur. Der ist der Hammer, sagt Frau Engel. Das strahlt mal. Sehr schön. Eldenhoff, wo kann man Sie denn überhaupt erreichen? Oder stellen Sie jetzt hier nur im Laden aus von Frau Engel? Ja, wir haben vor, das Ganze in weiteren ausgewählten Geschäften zu machen, ja. In diesem System. Und das wird also mit Sicherheit weitergehen. Ja, schön. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg für diese tolle Idee, so außergewöhnlich. Und Frau Engel ist eine unglaublich authentische, vor allen Dingen auch Repräsentantin. Und
Und wichtig, der ich möchte Stein, noch einen Satz sagen. Und wichtig ist eben auch die Kombination, weil oft werden auch Schmuck ganz verkehrt zu Kleidern getragen. Und das machen die wenigsten Designer überhaupt, dass sie auch zu den Kleidern den richtigen Schmuck, also wenn du jetzt zum Beispiel so ein schlichtes Kleid nur anhast und machst dann nur so einen coolen Ding da so und spielst so, und dann kannst du auch noch pendeln mit und sagen, ey, ist das der Richtige oder hast Frau du noch einen Gag drauf? Ihm fällt zu einem was ein. Ja, genau. Ja, war ich doch. Dafür sind wir doch auf der Welt. Verstanden? Frau Engel, alles absolut verstanden. Ich wunderbar danke für das herrliche Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg. Wir sind bestimmt nicht das letzte Mal bei Ihnen. Das hoffe ich doch. Wir machen Party jetzt in Hamburg. Wunderbar.